Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und wie ihr in der Beschreibung gesehen habt, Odin schaut Filme und Serien. Und zwar geht es jetzt um den Monat Mai 2017. März kommt vor April, Mai kommt danach. Und diesmal kommt auch wieder TV dazu. Ich sage euch wieder die Kategorien an, die wir jetzt nach und nach durchgehen werden. Ihr werdet hier irgendwo, werde ich denn noch die Covers dazu einblenden. Deswegen habe ich die Kamera extra so gedreht, dass ihr, ja, dass ich so zwar reingucken kann, da unten kann ich lesen und hier ist immer noch Platz, damit ich euch die Covers einblenden kann. Wir werden anfangen mit TV. Dann kommt DVDs und BDs, also Blu-rays. Dann kommt Kino, dann kommt Amazon. Amazon ist dann wieder geteilt in Filme und Serien. Wir fangen mit Filme an, gehen dann zu Serien über. Dann kommt Netflix. Netflix ist auch wieder geteilt in Filme und Serien. Wir fangen an mit Filme, dann Serien. Dann als sechstes kommt dann YouTube, was ich da so geguckt habe. Also jetzt nicht die Kanäle alle, sondern nur so die Kategorien, was ich geguckt habe. Und als siebtes kommt dann noch, auf was ich mich freue. Das sind dann drei Sachen, die ich euch unbedingt sagen möchte, die jetzt demnächst im TV, Amazon und was weiß ich, ausgestrahlt werden. Also ich schiebe mal meine Kamera kurz ein bisschen rüber, dass ich mir hier das größer machen kann. So. Und wir fangen jetzt an mit TV. TV habe ich geguckt mit meiner Frau zusammen, Schlag den Star. Auf ProSieben war das. Da habe ich hier auf, muss gehen, Strich ran. So. Habe ich hier einen Fehler gemacht. Auf ProSieben haben wir das geguckt. Dann haben wir geguckt, das perfekte Dinner. Also eine Folge habe ich mitgeguckt. Dann, ich habe auch noch eine zweite Folge mitgeguckt, aber da fand ich das nicht so lustig und nicht so, das Team da, das war halt nicht so meins. Das war, also da kam keine Stimmung auf. Achso, Schlag den Star war richtig toll mit den beiden Weibern, Lena und Lena, mit Elton als Moderator. Wir haben mitgefiebert, haben mitgeraten bei Ratefragen und so und haben gewettet, wer jetzt gewinnt. Ja, Station, sie hat gesagt, die Lena, ich habe gesagt, die Lena, oder wenn ich der gleichen Meinung war, haben wir auf die gleiche gesetzt. Ja, war ein schöner Abend. Dann haben wir geguckt, Global Gladiators, das ist mit Oliver Pocher und so ein paar anderen Z-Promis oder nicht mal Z-Promis, also ich weiß es nicht. Die Tussi von Becker ist da mit bei und dann, wer ist denn da noch mit bei? Der komische von Deutschland sucht den Superstar, der sich mit, wo die Olle fremdgegangen ist. Und weiß ich nicht, das sind nicht mal Z-Promis, das ist unter Z. Ja, der Einzige, der da wirklich Promi ist, für mich ist jetzt Pocher. Den von Deutschland sucht den Superstar. Naja, da kann man sich drüber streiten, aber die anderen als Promis dahin zu stellen. Also, ich weiß nicht, sorry, ich muss mal einen Schluck trinken, habe einen trockenen Hals. Finde ich ein bisschen absurd, aber naja. Jedem nicht seine. Kommt auch auf ProSieben. Dann hat Schatzi geguckt, Let's Dance. Ich habe nicht mitgeguckt, ich habe es trotzdem mal aufgeschrieben, weil zu der Zeit hatte ich einen Livestream, oder ich hatte einen Versuch, einen Livestream zu machen bei YouTube von Marvel Heroes Omega und The Witcher, das Kartenspiel wollte ich auf YouTube streamen und ging nicht. Ich habe 12 Mal versucht. Ich habe auch alle noch drin gelassen auf dem Zockerkanal. Das ging nicht. Einmal bei Twitch gemacht, geht. Meine Internetverbindung war alle top, so ja mehr als sonst. Und ja, die PlayStation sagt, die Internetverbindung ist zu schwach. Also muss irgendwas mit YouTube nicht gestimmt haben. Ich werde es die nächsten Tage nochmal testen, ob es jetzt wieder geht mittlerweile. Ich hoffe es. So. Also ich werde euch den Zockerkanal auch mal versuchen unten zu verlinken, weil die Liste ist ganz schön lang, da weiß ich nicht, ob ich dazu komme. So, dann haben wir geguckt auf DVD, Schubert in Love. Das ist mit Olaf Schubert. Ich war am Anfang nicht so optimistisch bei dem Film, sagen wir es mal so, freundlich ausgedrückt. Weil ich dachte, das ist ein Comedian und ob da ein Film mit dem was wird, das ist ja immer so, viele sind als Comedian echt toll, aber wenn du es im Film siehst, aber der Film ist wirklich gut. Also da kommt da wirklich
ja, wie in seinem Comedy-Programm rüber genauso verplant, aber auch gleichzeitig sympathisch. Ja, also kann ich euch nur ans Herz legen, Schubert in Love, Link habe ich mit dazu gepackt. Dann habe ich angefangen mit Schatzi zu gucken, Monika Gruber und Viktor Gernot küsst die Hand. Ja. Also Schatzi war nicht so begeistert. Schatzi war überhaupt nicht begeistert, die fand das nicht gut. Weil die Gruber, die spricht bayerisch und der Gernot spricht österreichisch. Österreichisch habe ich keine Probleme mit gehabt, also er hat muted deutsch-österreichisch gesprochen, wo man gut durchgesehen hat. Bei ihr wiederum ist es... ja, nicht so gut. Also das ist so ein bayerisch, du hast ganz, ganz schwer was verstanden und Schatzi hat bei beiden nichts verstanden und hat dann ausgemacht. Und ich habe es mir dann selber nochmal alleine angeguckt. Es ist lustig, aber es ist verdammt schwer, dahinter zu steigen und dazuzuhören. Wegen den Dialekten. Also, das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht, weil das ist echt schwer einzuschätzen. So, dann haben wir zu ihrem Geburtstag, waren wir denn im Kino. Da haben wir einen Film geguckt, sie durfte aussuchen. Und da haben wir uns Alien Convent. Convenient oder so heißt das angeguckt. Covenant, Schatzi sagt. Alien Covenant. Ich kann da auch ganz wenig nur zu erzählen, weil sonst spoiler ich euch zu viel. Soweit zur Story, also wo die Story in dem Alien-Universum liegt. Alien Covenant spielt zwischen Pegasus und dem ersten Alien-Film mit Sigourney Weaver. Dazwischen spielt er. Prometheus, genau. Habe ich was falsch gesagt? Pegasus. Ich habe Pegasus gesagt. Prometheus. Entschuldigung, Schatzi sagt, ich habe Pegasus gesagt. Danke, mein Engelchen. Prometheus meine ich natürlich. Dazwischen spielt er. Ich kann euch auch ganz wenig dazu sagen, weil, ja, was ich sage, was, Schatzi, man spoilert zu viel. Ich kann nicht sagen, wer stirbt. Ob einer stirbt, ich kann auch nicht sagen, was da so, das Ende ist sehr überraschend, ja, und auch mittendrin ist es überraschend, wenn ihr Pegasus geguckt habt, sehr, sehr, sehr verwunderlich, aber ich will euch nicht zu viel spoilern, guckt euch den einfach an, Schatzi war begeistert, oder? Ja. Ja. Prometheus, habe ich doch gesagt? Nee, Pegasus. Habe ich schon wieder Pegasus gesagt? Ich meine natürlich Prometheus, sorry. Und Schatzi hat Prometheus nicht gesehen. Die hat erst diesen Alien-Film geguckt, aber wir werden Prometheus auch noch irgendwann mal gucken, oder? Ja. Dann werde ich jetzt demnächst raussuchen, dann werden wir den mal gucken. Also ich kann euch wärmstens ans Herz legen, er hat auch einige Momente, wo man auf dem Stuhl sitzt im Kino und zusammenzuckt, oder? Ja. So, dann wartet jetzt zum Kino, dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an mit Amazon. Also mit Amazon Instant Video. Ich fange jetzt wieder mit dem Film an. Da haben wir geguckt, 4 gegen die Bank, haben wir auch zusammen geguckt. Waren wir beide sehr begeistert, ist mit Michael Buddy Herwig, Till Schweiger und, wie heißt der von You Are Wanted hier, der Schweighöfer. Und, weißt du, wer der Vierte war? Jan-Josef Liefers. Hat der irgendwas gemacht, was man kennen muss? Vieles. Ich weiß es nicht. Ich kenne von irgendwelchen Filmen, aber der Name Jan-Josef Liefers, der geht darin da gleich wieder raus. Da bleibt irgendwie im Gedächtnis Schweighöfer, Bulli und Till Schweiger mehr hängen. Viele meckern ja auch über Schweiger rum. Der macht keine guten Filme. Ich finde Till Schweiger als Schauspieler echt gut, muss ich sagen. Auch wenn ich mich damit vielleicht ein bisschen oute, aber ich finde den echt gut. Kokowel 1, Kokowel 2, Keinohasen, Zweierküken waren echt gute Filme. Oder auch bei Honig im Kopf hat er mitgemacht, auch ein schöner Film. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Ich kann echt nicht sagen, also ich finde den als Schauspieler gut. So, dann haben wir geguckt, Romeo und Julia. Die Leonardo DiCaprio-Version. Guckt mich nicht an dafür. Meine Frau wollte es gucken. Da brauchst du nicht so grinsen.
Ich muss dazu gestehen, ich habe einen 93, 97, 98, wann, wo der im Kino kam, ich habe den auch geguckt und fand den damals echt gut. Obwohl Leo mitgespielt hat. Was ich gut finde, die reden wirklich so, wie Shakespeare geschrieben hat. Ein bisschen abgeschwächter natürlich. Und da sagen sie nicht, wir ziehen die Knarren, du Loser. Nein, dann sagen sie, zieh dein Schwert. Und so, die Story war halt echt gut gemacht. Ich meine, ist Romeo und Julia, jeder kennt. Er stirbt, sie stirbt. Er denkt, sie ist tot. Nee, er tot. Sie denn, und dann, warte, nee, sie ist tot. Sie ist tot. Und er denkt, sie ist tot. Sie ist aber nicht richtig tot. Und dann macht er sich tot. Dann wird sie wach und sieht, dass er wirklich tot ist. Dann macht sie sich selber auch noch tot. Und dann sind sie alle tot. Fast alle. Ist doch so. Ja. Also da müsst ihr mir mal in die Kommentare posten. Da unten rein. Da. Wie ihr den gefunden habt damals und auch bei den anderen Filmen. Ich bin über jedes Feedback natürlich dankbar, wenn ihr davon irgendwelche Filme geguckt habt, wie euch die natürlich gefallen haben. Ja? Dann haben wir geguckt, Kill the Boss 2 auf Amazon. Wir haben auch Kill the Boss 1 geguckt, kommt aber in der Netflix-Abteilung. Klingt ein bisschen doof, ist aber so, weil Netflix war gratis und Amazon nicht. Und bei Amazon habe ich, was habe ich mit Zeit? 3,99 oder 4,99? Schatzi sagt 3,99, glaubt sie. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Für Kill the Boss 2. Sehr lustig. Naja, 1 war ein bisschen lustiger, oder? Ja, 1 war lustiger. Aber 2 ist auch sehr gut. Kann ich echt beide nur empfehlen. Müsst ihr mal reingucken. Dann kommen wir zu einem richtig geilen Film, den Schatzi und ich geguckt haben. Den haben wir sogar mit meiner Tochter zusammen geguckt. Und zwar Bob der Streuner. Das ist wirklich ein geiler Film, Leute. Den müsst ihr euch angucken. Der basiert auf einer wahren Begebenheit in Großbritannien. Er, totaler abgewrackter Typ, Drogen, lernt Bob kennen. Bob ist ein Kater. Und Bob hilft ihm aus der Scheiße mit seiner Anwesenheit. Absolut empfehlenswert. Den müsst ihr euch angucken. Wenn ihr ihn schon geguckt habt, postet bitte drunter, wie ihr den gefallen habt. Ob ihr den auch so geil fandet wie ich. Und ja, wenn ihr noch nicht geguckt habt, ob ihr vielleicht Bock habt, den zu gucken. Also absolut empfehlenswert. Von mir fetten Daumen hoch, von meiner Frau auch. Die war auch sehr, sehr begeistert von diesem Film. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Ja, da habe ich Frühling geschrieben. Ich habe Frühling geguckt. Wolfgang und Anneliese, fröhlicher Frühling. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Wolfgang und Anneliese, Hundsviechler. Das sind Bastian Pastewka und Anke Engelke. Mit der Show Fröhlicher Frühling. Da gibt es auch Weihnachten. Habe ich jetzt erst rausgefunden, selbst zu nennen. Zwei Weihnachtsfolgen. Ich habe nur eine gesehen. Ich habe es bei Amazon Fire TV. Ich habe es bei Amazon drin, obwohl ich es nicht bei Amazon geguckt habe. Ich habe es auf dem Fire TV zwar geguckt, aber mit der App My Spaß. Also, das wird auch bei Amazon angezeigt. Und dann muss man sich die App My Spaß runterladen und dann kann man es da gucken. Und da fehlt mir halt die zweite Weihnachtsfolge fehlt mir. Und also beziehungsweise die erste Weihnachtsfolge, die habe ich nicht gesehen, habe nur die zweite gesehen. Und die werde ich mir jetzt auch nochmal angucken, beziehungsweise ich werde mir wahrscheinlich die ja, DVD-Version davon holen im Zweierpack für 11,99, 11,95, irgendwie 11,50 oder so, ich weiß es nicht. Dann haben wir geguckt, wir haben ja viele Didi Hallervorden-Filme geguckt, wir haben jetzt geguckt, Huspe. Da muss ich aber gleich sagen, ich wusste gar nicht mehr, dass wir den geguckt haben. Da hat mir Schatzi heute, wo ich meine Liste vervollständigt habe, erstmal gesagt, ja, wir haben doch noch den Didi Hallervorden mit dem geguckt, mit den Buletten. Sag ich, was für ein Film mit Buletten? Ja, wo er da bei seiner Tochter und irgendwas mit Buletten. Der Film war bei mir so weit von raus aus dem Gedächtnis. Den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber da ist nichts von hängen geblieben. Ich kann euch nicht sagen, ob er gut war oder schlecht war. Schatzi, war er für dich gut? Für Schatzi war er nicht gut. Warum nicht? War langweilig, sagt sie. Bei mir, ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass der irgendwie zu seiner Tochter ist und irgendwas war mit Buletten und dass er am PC sitzt und was lernt. Wo Schatzi mir das gesagt hat, ist mir das eingefallen. Aber sonst, der ist komplett raus aus meiner Liste. Also komm, keine Ahnung. Kann ich euch nicht zu sagen, kann ich euch nicht zuraten oder abraten, müsst ihr für euch selber entscheiden. Honig im Kopf.
Das ist der Lieblingsfilm von meiner Frau. Den haben wir geguckt mal wieder und absolut genial. Wie gesagt, den kann man nur empfehlen, weil Didi Hallervorden spielt den Demenzkranken. Schatzi nickt, ja. Demenzkranken. So geil, dass man echt denkt, der hat Demenz. Also wirklich top gespielt, top Film, top Story, kann ich nur zu raten. Da spielt auch Til Schweiger mit. Dann haben wir geguckt mit Didi Hallervorden. Ja, viele Didi Hallervorden-Filme. Kommt noch einer danach. Sein letztes Rennen haben wir, das hatten wir ja schon mal geguckt, das haben wir jetzt nochmal geguckt, weil der wirklich sehr lustig ist. Da ist er Olympiasportler, ist Rentner und ja, Frau geht's nicht gut, kommt da ins Heim. Oder die beiden kommen ins Heim, weil sie sich nicht mehr richtig um sich selber kümmern können, weil sie schwach geworden sind. Ja, und da sagt er dann, er macht mal einen Berlin-Marathon, weil es ihm keiner zutraut, weil im Heim alles so eintönig ist. Und darum geht der Film sehr lustig. An einigen Stellen sehr traurig, betrübt. Die reine Realität spielt dieser Film nicht da, wenn man sich so das Heim und so anguckt. Er ist verdammt nah an der Realität dran, bloß in real ist es halt natürlich noch viel schlimmer. Aber das kann man natürlich nicht in dem Film zeigen, wie die Realität heutzutage in Altenheim aussieht oder in Pflegeheim aussieht, weil damit würden sie alle Leute verschrecken und da würde keiner freiwillig reingehen. Dann würden sie alle nach Holland fahren und vorher sagen, Alter, mach mich weg, ich tu mir die Scheiße nicht an. So, dann haben wir geguckt, Ostfriesisch für Anfänger. Den fanden wir wieder beide sehr, sehr lustig. Didi als quirliger Ostfriese, der auch wirklich platt die ganze Zeit quatscht. Absolut empfehlenswert, ja, wirklich toll, der macht der Film mit ein paar überraschenden Wendungen und wir haben da sehr mitgefiebert beim Film. Wir fanden den wirklich toll. Den kann ich euch nur ans Herz legen. Da kommen halt Ausländer hin, die sollen da irgendwie eine Schulung machen. Der Bürgermeister hat ihm das Haus gefändet, da soll die Schule rein und hat das halt verschönt und so. Ja, und dann kommen die halt früher und ist halt nix so, nicht da. Wollen abhauen, dann passiert was, dann bleiben sie doch da, er macht einen Lehrer und dann passiert dann alles. Also der Anfang ist etwas schleppend, aber dann kommt's richtig. Mehr kann ich euch auch echt nicht verraten, weil sonst würde ich wirklich komplett die Story verraten. Da müsst ihr dann weiter gucken. So, wir kommen zu den Serien von Amazon. Beziehungsweise auf Amazon. Da habe ich einmal geguckt, The Path, das heißt irgendwie Der Weg auf Englisch, Staffel 2 habe ich geguckt. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt es euch an und haltet mich da auf dem Laufenden, wie ihr die Serie gefunden habt. Absolut cool gemacht. Die sagen zwar, es ist keine Sekte, aber ist eine Sekte und ist aber wirklich sehr interessant zu sehen und da passiert jetzt, ach scheiße, ich kann euch nicht so viel verraten, sonst spoilere ich euch die ganzen einzelnen Teile der Serie. Ach, guckt einfach hin, ist cool gemacht. So, dann habe ich geguckt, Tabu habe ich geguckt, das ist, der spielt in London, Jahreszahl weiß ich jetzt nicht, so 1800, schieß mich tot. 1876, keine Ahnung, das gerade Krieg mit Amerika und er kommt halt aus Afrika wieder und ist wirklich detailgetreu umgesetzt. Also, dass die Keller da unter Wasser sind, dass die moderig sind, die nicht die schönsten Klamotten hatten und so abgewrackt rumgerannt sind, dass die faule Zähne hatten, in den meisten Kinofilmen oder was weiß ich, wenn du heutzutage irgendwie Filme von damals siehst, dann wird das ja alles so verschönt. Oh, die haben so schöne Kleider angehabt. Haben sie da auch. Aber, und die Männer sind immer adrett. Da halt nicht. Man sieht da halt auch abgewrackte, dass nicht jeder adrett rumgelaufen ist. Ja, also finde ich sehr interessant und sehr geil umgesetzt. Ist eine echt tolle Serie. Hat leider nur 8 Folgen. Ist für Amazon Prime-Mitglieder gratis. Dann habe ich geguckt, American Gods. Hatte ich ja schon angekündigt vor einem Monat. Kam jetzt raus am 1.6. Ich habe bis jetzt 5 Folgen geguckt. Ich habe am Anfang eher gedacht, ich war schon am überlegen, ob ich dazu eine Spezialfolge mache, nur zu American Gods. Ich habe erst gedacht, es geht nur um die nordischen Götter. Wie man im Trailer gesehen hat, ist da der mit dem Umhang, den ihr, also mit dem Mantel, den ihr hier irgendwo gesehen habt oder immer noch seht,
Odin, beziehungsweise Wotan, was der gleiche Name für Odin ist. Odin hat halt mehrere Namen. Und der reist halt rum. Und da habe ich erst, der Farbige, der mit ihm reist, gedacht, Mensch, der Shadow, der ist Shadow, das ist ein ganz normaler. Jetzt in Folge 4 und 5 stellt sich auch immer raus, der ist gar nicht so normal. Irgendwas ist mit dem. Aber was haben sie bis jetzt noch nicht? Ich warte morgen, händeringend auf morgen. Da kommt Folge 6 raus und hoffe, dass sie jetzt endlich mal erklären, warum er da. Und ich will euch nicht so viel verraten. Jedenfalls geht es nicht nur um die nordischen Götter oder afrikanischen oder was weiß ich. Geht es um irgendwie alle Götter. Ich habe bis jetzt ein paar nordische gesehen. Ein afrikanischer Gott war mit bei. Was war noch mit bei? Ein afrikanischer Gott? Dann so eine Art Neugötter. Ich will nicht zu viel verraten, müsst ihr gucken. Ja, irgendeine afrikanische Göttin oder irgendeine Schwarze, die halt die Männer, die Sex mit Männern hat und dann frisst die auf. Also nicht so mit dem Mund, sondern die zieht die werden immer kleiner und zieht die in die. Ins weibliche Geschlechtsteil rein. Um mal jugendfrei zu bleiben. Guckt euch das mal an. Absolut cool gemacht. Ich bin da megamäßig gespannt, wie es weitergeht. Dann haben wir mal wieder geguckt, The Joy of Painting. Brauche ich nichts weiter sagen, ist Bob Ross, der malt Bilder. Wir gucken zu, ja, und schlafen dabei ein. Aber ist halt echt geil gemacht und der hat so eine schöne beruhigende Stimme und ist auch echt gut dazu zu sehen. Also macht echt Spaß zuzugucken und machen wir auch manchmal tagsüber, um gucken, was der da so für Bilder malt. Dann macht er mit einem Spachtel und dann. Und wo du sagst, what the fuck. Also richtig cool gemacht. Dann haben wir geschaut, Lethal Weapon. Da sind wir immer noch nicht durch. Da fehlen uns jetzt noch, boah, ich glaube, 2-3 Folgen. Dann ist die Serie beendet für uns. Also die erste Staffel. Und da warten wir und hoffen, dass es auch eine zweite Staffel gibt, dass die Bewertung und die Kritiken so gut waren, dass sie sagen, wir machen eine zweite Staffel. Weil mir und meiner Frau gefällt Lethal Weapon echt megamäßig gut. Aber es ist ja mal so das Ding, ja, wie hieß denn das, was da war, Legion, kennt ihr den Film Legion? Na, da kam ja dann noch eine Serie, wie hieß denn die Scheiße? Keine Ahnung, kam auf Sky. Ja, da haben sie auch nach der dritten oder zweiten Staffel aufgehört, weil die Einschaltquoten wohl nicht gut waren und ich fand es gut. V, die Besucher, haben sie V, die Außerirdischen, wieder neu aufgelegt. Was machen sie bis Staffel 2, weil scheiß Einschaltquoten und abgesetzt und wird nicht weitergemacht. Finde ich schade. Finde ich echt richtig, richtig schade. Das waren wirklich gute Serien. Mir haben sie gefallen. So, dann Two Broke Girls haben wir geguckt. Mal wieder. Ja, da gucken, sind wir auch gerade am Laufenden. Da brauche ich nichts zu sagen. Zwei Mädels versuchen ihren Traum zu realisieren, aus der Gosse zu kommen oder aus der Unterschicht hochzusteigen. Und lustig. Max mit großen Titten, sehr sarkastisch. Carol, naiv, kleines, dummes Blondchen. Ja. Dann haben wir geguckt, Kevin Can Wait. Dann sind wir jetzt mittlerweile fertig. Also da ist jetzt Folge 17 und ist jetzt die letzte. Und da hoffen wir, dass da auch noch eine zweite Staffel kommen wird. Das ist Amazon exklusiv. Weil jetzt hat sich Kevin Can Wait echt gelohnt. Weil es eine echt schöne, interessante Serie ist, eine gute Serie mit viel, viel lustigen. Ja, obwohl, wenn man die letzten zwei Folgen guckt, da ist Carrie wieder mit bei. Aber nicht als Carrie, sondern als seine Ex-Kollegin, weil er war ja Bulle. Und da hat Schatzi auch gesagt gleich, Mensch, wenn der mit der zusammen filmt, Carrie, ich hab Carrie nicht mal als Carrie erkannt, weil die so anders aussieht. Die hat sich die Titten machen lassen, die hat sich die Lippen machen lassen, die hat sich die Nase machen lassen. Also Schatzi hat es erkannt, ich nicht. Da war er wieder wie King of Queens, so mit diesem, oh ja, lustig. So macht er ja mal so diese sarkastische und sie macht sich da lustig über sie und so. Das, was bei der normalen Kevin Can Wait Serie ja nicht so ist. Mit seiner Frau geht er ja anders um. Das ist eine andere Comedy-Schiene. Aber auch lustig. Aber war auch wieder schön, die beiden zu sehen und so den alten Duck mal zu sehen. Ja, er ist ja nicht da Duck. Heißt er da auch Duck? Nee, Kevin heißt da ja. Kevin Can Wait, bin bescheuert. Ja, also war echt schön,
den mal wieder zu sehen. So, dann kommen wir zu Netflix, würde ich sagen. Und bei Netflix fangen wir wieder an mit den Filmen. Da haben wir geguckt, War Machine, da werdet ihr hier irgendwo gleich das Bild sehen. Nicht der von Iron Man, sondern mit Brett Pitterich hier. Mit ja, in der Hälfte von wie hießen sie als Team? Der war mit Angelina Jolie verheiratet und haben sie doch immer, wie haben sie da mal gesagt? Zu beten? Keine Ahnung. Und der ist, spielt da halt mit. Ist Netflix-exklusiv. Schatzi ist bei eingeschlafen beim Gucken. Soll wohl nach einer wahren Begebenheit basieren. Ist teilweise Action, teilweise ein bisschen was, hat so ein paar lustige Momente, paar Realität ist auch mit bei. Es ist echt schwer einzuschätzen. Also mir persönlich hat er gefallen. Am Ende kam dann halt noch Russell Crowe kurz vor, wo ich gesagt habe, Alter, jetzt nochmal ein Film davon und macht das mit ihm. Weil es geht halt um ihn und man sieht am Anfang, wie er kommt und fängt genauso an, wie das Ende an, dann aufhört mit Russell Crowe. Da habe ich gedacht, Alter, nochmal so ein Film und dann mit Russell Crowe, dann will ich auch wissen. Ja, es geht halt um Afghanistan und über den US-General, der da ist und das versucht zu machen. Also damals, ich glaube, 2000, keine Ahnung, erklären sie jedenfalls, da wo das mit dem Vulkan auch war, wo sie nicht fliehen konnten und so eine Schoten. Kommt alle im Film vor. Kann ich euch nur ans Herz legen. So, denn wie gesagt, Kill the Boss, brauche ich nichts zu sagen, hatte ich vorhin schon gemacht. Garfield 2 haben wir nochmal geguckt, weil Schatzi den sehr lustig fand. Brauche ich ohne zu sagen, hatte ich ja schon mal zu Garfield was gesagt, zu 1 und 2. Und dann haben wir noch geguckt, Michael Mittermeier, und zwar Wild. Also die Bühnentour Wild. War auch wieder sehr interessant und sehr lustig, Michael Mittermeier mal wieder auf der Bühne zu sehen. Gefühlte 3 Jahre her, wo man von ihm nichts mehr gesehen hatte. Ja, wir haben beide lachend auf dem Boden gelegen. Zum Schluss sind wir dann aber eingeschlafen, weil wir hatten echt anstrengenden Tag und haben uns den nächsten Tag nochmal reingedreht und haben uns wieder beölt vor Lachen. Also kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Michael Mittermeier vom Feinsten. Ja, das ist halt Comedy, da kann ich halt nicht viel zu sagen. Nur, dass es lustig ist und dass wir gefeiert haben. So, Serien habe ich bei Netflix nur 2 für euch, die ich geguckt habe. Und zwar einmal The Last Kingdom, Staffel 2. Ich habe ja Staffel 1 damals schon geguckt und fand die mega geil. Und habe jetzt händeringend auf Staffel 2 gewartet. Und jetzt hat mir Netflix den Wunsch erfüllt, Staffel 2 in Deutsch ist da. Und ich habe natürlich jetzt aber erst Folge 1, 2 und glaube ich 3 habe ich auch gesehen. Oder habe ich mehr gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich bei Netflix reingucken. Kann ich euch empfehlen, spielt in England. Und der Hauptdarsteller, der heißt da Uhtred, wird von den Wikingern entführt, nachdem sie seinen Vater in einer Schlacht kalt gemacht haben. Er wird bei den Wikingern erst als Sklave gehalten, ist dann aber Freund der Familie, wird als Ziehkind damit aufgezogen, wird auch ausgebildet und alle drum und dran, also am Schwert und so. Und dann kommt ein Böser, der tötet Vatern, also Stiefvatern, raubt die Schwester und die will er halt befreien. Und darum geht es jetzt immer noch in Staffel 2, dass er seine Schwester da befreien will. Ich habe, wie gesagt, erst 2 Folgen gesehen und 3 kann es echt nur empfehlen. Ich bin auch schon neugierig, wie es weitergeht. Und ich hoffe, wenn es genauso geil ist wie Staffel 1, dass da vielleicht auch noch Staffel 3 kommt. So, dann habe ich geguckt, Get Down. Und zwar Teil 2. Das heißt, Get Down Teil 2, das ist, sind auch, wie viele Folgen waren es? 8 Folgen? 9 Folgen? 8 oder 9 Folgen. Teil 1 hat auch 8 oder 9 Folgen. Es geht um die Entstehung der Hip-Hop-Geschichte. Ich fand das Ende eher beschissen. Die Serie an sich ist geil, aber das Ende ist beschissen. Ich kenne mich mit Hip-Hop nicht aus. Ich habe die Serie geguckt, weil die war echt gut gemacht. Mit einigen Sachen konnte ich aber nicht anfangen, weil ich kein Hip-Hop-Fan bin. Aber die Serie war halt trotzdem gut. Und am Ende
werden Leute wie ich da auf dem Trockenen sitzen lassen. Immer mal anfangen, da singt so ein Farbiger so und rappt. Wer ist dit? Könnten Sie mal erklären, hat der was mit der Story zu tun? Ist er einer von den Leuten? Oder nicht? Dann der eine Hauptdarsteller, ja, die Freundin, die macht, will Karriere machen, die ist dann weg und er, wir warten und bla, Sülz. Was ist damit? Macht er Schule weiter? Macht er doch Hip-Hop? Nee, Hip-Hop macht er nicht, der macht Schule, haben sie gesagt. Aber was ist mit seiner Freundin? Treffen die sich später wieder? Heiraten sie noch? Machen sie ihn auf Happy End? Oder macht er während der Schule mit Hip-Hop weiter und wird dann Hip-Hopper? Oder was weiß ich? Mensch, erklärt es doch mal. Und da hoffe ich, dass es da vielleicht noch eine zweite Staffel gibt, dass man da denn nochmal so die Lücken füllt und Leuten wie mir, die mit Hip-Hop keine Ahnung haben und vielleicht ein kleines Happy End sehen wollen, erklären, was mit den Leuten denn noch passiert ist und ob die sich noch verlieben und Kinder kriegen oder ob davon ein Hip-Hop-Star geworden ist oder nicht. Das würde mich interessieren. So. YouTube jetzt nicht die Kanäle, sondern ich gehe jetzt nur so die die Videokategorien durch, die ich geguckt habe. Ich habe natürlich wieder Universum geguckt, beziehungsweise meine Frau hat auch Universum, also wir haben zusammen Universum geguckt, ich habe auch alleine Universum geguckt, dann natürlich wieder UFOs, da werdet ihr hier gleich wieder ein UFO langflitzen sehen, was ich animiert habe, was ich toll finde, und das passt da gut rein. Wir haben UFOs wieder geguckt, gestern Abend erst auch wieder, ach, das ist so das Klischee, ey. Das ist heute Klischee. Nicht haten, Leute. Nicht meckern. Wir haben lustige Katzen. Ja, lustige Babys. Katzen und Babys. Katzen und Hunde geguckt. Hunde und Babys. Also sprechende Katzen. Also sowas. Also Katzenvideos auf Deutsch haben wir geguckt. Ja, das ist voll das Klischee. Ich weiß, YouTube und Katzenvideos und hast nie gesehen. Aber es war lustig. Uns hat es gefallen. Wir haben gelacht. Wir haben richtig gelacht. Und das ist die Hauptsache. So. Dann kommen wir noch zu drei Sachen, die ich euch wärmstens ans Herz legen will. Einmal Preacher. Da hatte ich ja schon mal im einen oder anderen Stream geredet. Preacher, dass Staffel 2 kommen soll. Und ich habe Preacher Staffel 1 geguckt. Ist eine Comic-Verfilmung. Absolut geil. Megamäßig geil. Müsst ihr gucken. Amazon exklusiv. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt Staffel 1. Staffel 2 kommt nämlich ab dem 6.06.2017. So habe ich es gelesen im Blog und bei dem Bild, was ich euch hier irgendwie einblenden werde, da steht ein anderes Datum drin. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Ich muss mich da noch weiter belesen. Aber es kommt jetzt auf jeden Fall. Ich bin da heiß drauf. Wenn ihr geguckt habt, haltet mich da auf dem Laufenden. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, guckt es und sagt mir, ob es euch auch gefallen hat, weil das ist wirklich absolut genial gemacht. Da ist er jetzt. Ich muss überlegen, was ich sagen kann dazu, ohne zu spoilern. Er ist ein Priester, in ihn fährt was, dadurch kann er Sachen. Dann kommt ein anderer, der wird sein Freund. Dann kommt eine Freundin aus vergangener Zeit, weil er übernimmt die Kirche von seinem Vater. Jetzt kann ich aber zu den beiden anderen nichts sagen. Ich kann auch nicht sagen, was in ihn fährt, weil dann ist die erste Staffel für euch hinfällig. Dann habt ihr da keine Momente. Guckt sie euch einfach an und haltet mich auf dem Laufenden. Es ist wirklich, ich empfehle euch keinen Scheiß, die ist wirklich gut. So, heute Abend am 4.5., nee Quatsch, 6. ist Mittwoch, nee Dienstag. Morgen ist der 5., morgen ist Montag, genau. Dienstag kommt's. Sherlock Staffel 4, heute Abend auf ARD. Ja, gut. Ne? Am 4.6., am 5.6. und nächste Woche Sonntag am 11.6. sind nur drei Folgen. Sind auch nur drei Folgen. Es gibt bei Sherlock, jede Staffel hat immer nur drei Folgen. Und wir hatten alle Staffeln geguckt, also ich habe alle Staffeln geguckt, mit meiner Frau habe ich alle Staffeln nochmal geguckt. Zusätzlich den Film Die Geisterbraut und jetzt sind wir heiß drauf. Wie geht's weiter? Und wir warten jetzt händeringend auf Staffel 4. Großbritannien ist ja schon länger draußen und da haben wir gehofft, das ist mal schneller hier, aber hat halt natürlich wieder mal was gedauert. Und heute Abend wird dann schön Filmabend gemacht mit Popcorn, mit... Ja, ich sündige mit Popcorn. Ich werde auch Chips essen. Wir werden Schokolade essen. Wir werden Eis essen. Wir werden Mixery trinken. Und die neue Folge, oder beziehungsweise den Anfang der vierten Staffel von Sherlock feiern.
und gucke natürlich. So, dann habe ich dank dem netten Blue Hunter, der hat mich darauf hingewiesen, dass One Piece jetzt weitergeht. Ich habe mich belesen, ab dem 10. Juli, da hieß, habe ich auch erst in einem anderen Blog was gelesen, von Juni, 6. Juni oder 7. Juni. Nein, in dem stand drin, 10. Juli 2017 auf Prosimax geht dann endlich auch One Piece weiter. Ich hoffe auch wirklich nicht nur eine scheiß Staffel und dann, oh ja, müssen wir erstmal wieder vertonen. Weil das, was wir jetzt zu sehen bekommen, die Staffel, die kam 2011 in Japan. Und da weiß ich nicht, woran das, dass die nicht aus dem Arsch kommen. Anstatt die jetzt sagen, ey, pass mal auf, ja, wir nehmen jetzt 5 Staffeln hin, kaufen die Rechte, vertonen die hintereinander weg und dann kommen 5 Staffeln hintereinander weg. Und da haben sie die 5 Staffeln gute Quoten, weil One Piece bringt gute Quoten, so wie ich gelesen habe. Nein, die werden garantiert wieder so machen, wir zeigen eine Staffel, vielleicht auch 1,5 Staffeln und dann wird wieder alles auf Anfang, wird wieder ewig lange wiederholt, bis dann mal wieder was Neues kommt. Und das ist echt nervig, das kotzt mich an. Da muss ProSiebenMax echt mal aus dem Arsch kommen, weil so ist es echt langweilig. Und da, deswegen gucke ich tagsüber auch kein ProSiebenMax mehr. Ich habe ja ProSiebenMax echt gerne geguckt. Aber wenn du One Piece, die Folgen, wo sie jetzt gerade, haben sie wieder ja wiederholt mit, wo sie da vom Himmel fallen und in diese Festungsstadt darin kommen oder so. Das ist jetzt seit One Piece auf ProSiebenMax kommt das 3. oder 4. Mal, dass sie da anfangen und wiederholen. Ey Leute, irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Da will man was Neues sehen. Ja, nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf das neue One Piece, was jetzt kommt, also die neuen Folgen. In der Hoffnung, dass mehr als nur eine Staffel kommt. Was ich aber nicht glaube, da warten sie lieber wieder und strecken das schön hin. Ja? Und sparen dann wieder schön Geld und dann gut das nächste immer, dann statt sie gleich immer vernünftig. Aber nein, so weit denken die dann natürlich nicht. Dann gehen natürlich die Einschaltquoten wieder runter, weil wer will zum x-ten Mal eine Wiederholung sehen, wie sie in der Festungsstadt ankommen. Also es nervt auf Dauer einfach nur. So. Dann soll das jetzt soweit gewesen sein zu den Filmen und Serien. Ich werde hier gleich was verlinken. Hier irgendwo, warte mal, ich mach mal so. So, da werdet ihr hier irgendwo 2, 3 Videos sehen und einen Abonnierknopf. Also, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und das geil fandet und da mehr sehen wollt, einfach mal auf Abonnieren drücken, kostet nichts. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch wäre nicht schlecht. Am Rande noch schnell erwähnt, morgen oder übermorgen mache ich ein Video zur Android Receiver Box, die ich mir hier schon vorgestellt habe. Da habe ich brandheiße News, die ich euch unbedingt mitteilen will. Da hat sich einiges getan in Punkten Software und was auch noch in Zukunft jetzt demnächst einfliegt in die Software. Da muss ich euch unbedingt auf dem Laufenden halten. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Mensch, ey, Sprachfehler. Könnt ihr drauf gespannt sein. Wie gesagt, 2, 3 Videos hier irgendwo, ein Abonnierknopf hier irgendwo. Ich bin weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, den Daumen nicht vergessen. Ahoi. Sagt euer Odin.